Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Wir sind hier beim letzten Mal im nördlichen Boston stehen geblieben, im Stadtteil Back Bay, um genau zu sein. Und wir befinden uns eigentlich auf dem Weg zu Hubris Comics, denn dort sollen wir uns um ein Ghoul-Problem für die Kinderkrippe Greentop kümmern. Und da sind wir jetzt am Ende der letzten Folge ja so ein bisschen ins Kreuzfeuer geraten, irgendwie zwischen die Fronten, ja, zwischen Raidern müssen mehrere Raiderstellungen sein und Supermutanten. Und dabei hatten wir auch den Trinity Tower entdeckt am Ende der letzten Folge und ein Level Up auf Stufe 24 gehabt. Und darum möchte ich mich, bevor wir jetzt weitermachen, als allererstes kümmern. Also schauen wir mal den Pip-Boy ganz kurz. Und dann werden wir erst einmal das Level Up machen. Und da würde ich gerne einen weiteren Punkt in Wahrnehmung investieren. Denn Wahrnehmung erhöht unsere Trefferchance im Watz. Also steigern wir erst einmal Wahrnehmung. So. Soll es das auch schon gewesen sein. Und dann würde ich sagen, wir nehmen mal unsere 10mm raus, laden die mal nach und machen uns mal auf die Suche nach Dogmeat. Oder auch nicht. Dogmeat ist wieder da. Okay, der muss in der Zwischenzeit hier eingetroffen sein. Okay, der muss sich wohl wieder losgerissen haben, irgendwie von den Raidern. Nun gut, so, dann würde ich sagen, begeben wir uns mal, ja, in Richtung Hubris Comics und versuchen mal irgendwie hier durch die Reihen der Raider zu kommen. Mal schauen. Wir können uns ja auch mal hier rechts kurz umschauen, ob es hier vielleicht was gibt. Ja, hier ist definitiv was. Hier unten haben wir zwei Symbole in der Navigation. Da sind zwei Raider offensichtlich. Okay. Mal gucken, ob es die einzeln sind. Da waren aber auch nur zwei Symbole gerade zu sehen. Gut, versuchen wir mal den Kopf zu treffen. Mal sehen, ob das was gebracht hat, dass wir in Watz investiert haben, beziehungsweise in die Wahrnehmung. So, der ist zumindest erstmal am Boden. Okay, schlecht zu treffen hier durch den Zaun. Ich würde sagen, wir gehen mal rum und versuchen mal ein bisschen dichter an die Rand zu kommen. Ja, die zwei. So, der Raider Ödländer ist ausgeschaltet und wir haben noch einen Raider Plünderer. Das war ein schöner Kopftreffer. Jetzt hat er sich da aber leider durch Dogmeat zu Boden bringen lassen. Und da ist er erledigt. Sehr, sehr schön. So, haben wir schon mal irgendwas hier erledigt. Großartig. So, gucken wir mal. Der Raider Ödländer, der hat 38er Patronen dabei, eine Impro-Pistole, Kampfrüstungsteile, die sind aber alle schlechter als unsere, können wir da lassen. Dann hat er noch eine Schweißerbrille, die können wir uns mal mitnehmen. So, und dann schauen wir mal weiter. Oh, da liegt ja noch jemand drunter. Okay, da haben wir noch einen Verkäufer mit 48 Kronkorken, die stecken wir uns mal ein. Dann noch ein Kaugummi, den können wir uns auch einstecken. Der Mais darf, glaube ich, da bleiben. Der Draht, Hirschleder, Outfit und das Unterhemd auch. So, jetzt müsste hier noch einer liegen, genau. Ein Raider Plünderer. Der hat 45er Patronen, eine Splittergranate und der Rest sieht recht uninteressant aus. Okay, gut, so. Schon mal ein Problem hier beseitigt. So, dann würde ich aber sagen, ah ja, da vor uns haben wir offensichtlich weitere. Da haben wir offensichtlich einen ganzen besetzten Häuserblock mal wieder. Okay, gut, würde ich aber sagen, lassen wir jetzt mal lieber aus. Mal gucken, ob wir hier vorbeikommen. Hier, wir werden beschossen, da oben steht auch einer. Möchte ich mich jetzt aber eigentlich nicht drum kümmern. Ich hoffe, Dogmeat kommt hierher. Okay, sehr schön. Gut, mal gucken, ob wir da drüben, in dem Haus war ja auch noch einer. Mal sehen, ob wir da jetzt einen Zugang finden. Jetzt haben wir ja ein bisschen mehr Ruhe. Da ist einer, da flitzt ein Raider Plünderer. Und Dogmeat zeigt uns den Weg. Aha, hier links unten ist eine Tür. Das ist natürlich großartig. Und jetzt zieht er sich ins obere Stockwerk zurück. Mal gucken. Oh, der steht direkt neben uns. Das ist nicht gut. So, nehmen wir mal uns den Torso vor und versuchen den mal zu erledigen. So, und da ist auch schon ausgeschaltet. Sehr schön. Ja, da hat mir beim letzten Mal versucht, den hier zu erwischen. Oh, jetzt hat uns Dogmeat aber den Weg gezeigt. So. Und jetzt scheint auch erstmal Ruhe zu sein. Sehr schön. So, haben wir die zweite Raider-Stellung. Gut, dann sind es aber insgesamt drei Stellungen so eher gewesen. Na gut. So, gucken wir mal, was der Raider-Plünderer dabei hat. 38er Patronen, Gurtzeug. War nicht, nicht so interessant. Ein Metallrüstungsharnisch. Der ist schlechter als unsere Brustrüstung. Und der Rest ist auch recht uninteressant. Aber den Stimpack werden wir uns mal einstecken. So, wir haben auch gerade ein paar HP verloren bei dem Sturmangriff hier. Ich glaube, wir schauen mal ganz kurz in den Pip-Boy. Und tun mal ganz kurz was für unsere HP. So, schauen wir mal, was wir da am besten nehmen. Haben wir ein Blutpaket, das können wir eigentlich mal benutzen. So, haben wir ein paar HP wieder hergestellt. Wir schauen mal weiter, was wir noch so dabei haben. Wir haben noch dieses Limonade, bringt auch ein paar HP wieder. Wiegt auch immer ein halber Pfund, sollten wir mal loswerden. Dieser, der Bot aus Covenant.
So, gucken wir uns hier mal ganz kurz noch um. Was haben wir hier? Eine Kommode mit einem Baseballhandschuh und einem Wohltec-Laborkittel. Na, das ist natürlich sehr nett. Großartig. Den können wir an unsere Sila anziehen. So, selber möchte ich den eigentlich nicht tragen. So, gucken wir mal hier. Da ist noch ein Koffer. Da haben wir eine Haarklammer drin und ein T-Shirt und Hose. Ich glaube, die lassen wir aber mal da. Ich glaube, davon haben wir schon genug eingesammelt. So, da ist noch eine Treppe nach oben. Gehen wir mal hoch. Gucken uns mal hier auch noch um. Hier scheint aber nichts weiter zu sein, ne? Und da hinten in der Ecke liegt noch was. Ein Supertraw Frostschutzmittel. Na gut, dann stecken wir uns das mal ein. So, und dann sollten wir uns mal auf den Weg zu Hubris Comics machen. Ja. Um die andere Raider-Stellung können wir uns ja vielleicht beim andermal kümmern, aber wenn wir jetzt da auch noch hingehen, tja, dann wären wir ja nicht fertig. So, Doc Midrandaliert mal wieder und schmeißt dir den Mülltonner um. Großartig. So, da drüben scheint noch was zu liegen. Ja, ein Besen. Nee, ein Mob. Okay, na gut. So, gucken wir mal hier noch kurz rein. Oh, sehr nett. Ein Buffout gefunden. Ja, hier in dem Eiskühler. Gut, so. Ah ja, und da vorne haben wir schon Hubris Comics. Sehr, sehr schön. Ja, das eigentliche Ziel. So, da oben haben wir das Firmenlogo und da drüben haben wir dann auch ein Werbeposter der Unstoppables. Ja, die große Serie der Hubris Comics mit Grognak, dem Barbaren. Und weil sie den Mandamen. Okay, und wir haben Hugos Comics jetzt auch entdeckt. Sehr schön. So, dann würde ich mal sagen, wir suchen mal einen Eingang. Da ist er auch schon. Sehr schön. Und davor liegt offensichtlich noch ein Raider oder ein Plünderer. Gucken wir mal. Ein Plünderer. Eine Spur des Plünderers hat der dabei. Was haben wir da? Eine Notiz, so wie es aussieht. Okay, stecken wir uns die mal ein. Dann haben wir noch eine schmutzige Postbotenmütze. Die ist eingesteckt. Die Käfigrüstung darf da bleiben. Die ist nun deutlich zu schwer. Der hat noch 7 Kronkorken, knusprige Eichhörnchenbissen, Gurtzeug, 38er Patronen. Die sind eingesteckt. Und wir schauen mal in den Pip-Boy, was für eine Notiz wir da gerade gefunden haben. Also suchen wir uns die hier mal kurz raus. Die muss ja ziemlich weit unten sein. Ja, gucken wir mal. Schlüssel haben wir gefunden, ja, haufenweise. Spur des Plünderers. Da ist auch schon die Notiz, die wir gerade gefunden haben. Lesen wir uns die mal kurz durch. Schau mal bei Hubris Comics vorbei. In der Newbury Street. Der Laden im Erdgeschoss. Dürfte ein Kinderspiel sein. VB. Okay. Gut, war wohl kein Kinderspiel, wenn der Kerl hier tot liegt. Okay, na gut. Der alte Kerl hier hat es leider nicht geschafft. Na gut, vielleicht wurde er auch von den Raidern erledigt, bevor er überhaupt angekommen ist. Wer weiß. Aber sehr hübscher Bart, muss man ja mal sagen. Hübsches Model. Gut, okay. So, gucken wir mal, ob hier noch irgendwas irrt, bevor wir renieren. Sieht aber nicht so aus. Dann schauen wir mal bei Hubris Comics rein. So, gucken wir uns mal um. Da hinten sitzt schon einer. Da ist ein Ghoul. Ein wilder Ghoulpirscher. Und da schielt sich gerade einer von der Decke. Okay. Ein wilder Ghoul. Oh, da ist der schon erledigt. Ich hoffe, das hat sich gelohnt, dass wir in das Watz investiert haben, bis also in unsere Wahrnehmung. Da kommen zwei weitere. Gucken wir mal, ob wir die erwischen können. Glockmied hat sich da voll gewagt. Dahin kommt ein weiterer. Und jetzt nehmen wir mal den Watz zur Hilfe. Oh, rechts ist noch einer. So, schalten wir mal die Ziele durch und versuchen, den da auch noch auszuschalten. Um mal beide mit einmal zu kriegen. Ah, scheinbar leider nicht. So, der ist ausgeschaltet und der hat sich an uns vorbeigedrückt. Und da kommt ein weiterer. So, und der ist ausgeschaltet und da kommt ein weiterer. Noch einer von oben. So, der hat's nicht überlebt, glaube ich. Und da kommt der nächste. Das ist ja ganz nett. Brauchen wir sich ja nicht bewegen, wenn man hier an der Tür stehen bleibt. So, oh, Kerl, nicht an uns vorbei. Okay, das bringt nichts. So, und da ist er ausgeschaltet. Und da war noch einer, glaube ich. Nee, okay, war keiner. Gut, dann können wir mal in Ruhe nachladen. Und ja, glaube, nee, können wir lassen. Die HP halten, so viel Schaden machen sie nicht. So, wir haben erstmal einen wilden Ghoulpirscher mit einer Schachtel Zigaretten. Der scheint nichts dabei zu haben. Hier haben wir Kronkorken und eine Plastikgabel. So, und hier ist noch was. Ein Kronkorken und eine Haarklammer dabei, der eine wilde Ghoul hier. Okay, war da schön hier auf dem Haufen gestorben. Gut, und hier haben wir ein Sturmfeuerzeug. Irgendwas bewegt sich hier. Okay, hier haben wir noch einen verbrannten Mantaman-Comic, verbrannten Grognak-Comic. Und links ist so ein Affe. Ja, und normalerweise so eine Art Warnmechanismus. So, wir stecken mal die Waffe kurz ein und schauen uns mal weiter um. Hier haben wir ein Spielzeug außerirdischen. Der wilde Ghoulpirscher hat noch 3 Kronkorken, eine Haarklammer und ein Red-X dabei. Das ist natürlich sehr nett. Aber vielleicht sollten wir auch einen Red-X benutzen. Na, nun gut. So, schauen wir uns mal weiter um. Hier haben wir noch einen weiteren verbrannten
Comic gehabt und hier haben wir eine Registrierkasse mit einem Lagerraumschlüssel von Hubris Comics. Das ist natürlich sehr praktisch. Dann sollten wir uns mal nach einem Lagerraum umschauen, gleich mal. Und hier haben wir noch etwas Vorkriegsgeld. So, gucken wir uns ganz in Ruhe hier um. Dogmeat hat offensichtlich den Teddy gefunden. Gut, sehr schön. So, gut, also schauen wir uns hier mal in Ruhe um. Deswegen sind wir ja hier. Hier liegt direkt was. Die unaufhaltsamen 5. Wir haben wohl ein weiteres Sammelheft gefunden. Bingo. Sehr schön. Du hast eine Ausgabe von Die Unaufhaltsamen gefunden. Du erhältst dauerhaft eine Chance von 1%, den gesamten Schaden eines Angriffs zu vermeiden. Oh, das ist ja großartig. Gut, 1% ist jetzt nicht allzu viel, aber besser als ja nichts. Gut, so, schauen wir mal weiter. Was haben wir hier? Das war der Affe. Weiter verbrannter Comic. Ja, haben wir noch Vorkriegsgeld. Vorkriegsgeld, eine leere Registrierkasse, ein Telefon, das darf mal da bleiben. Und wir haben ein Comicladen-Terminal gefunden. Schauen wir uns das mal an. Okay, das müssen wir hacken. Dann machen wir das mal. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Nehmen wir mal, ja, Raiders klingt doch ganz toll. Da haben wir auch gleich mal 2 Treffer. So, gucken wir mal weiter, was dazu Raiders jetzt passt. Da haben wir eine Handgun. Die passt an 2 Stellen. Ja, probieren wir das mal. Oh, gar kein Treffer, okay. Enemies. Da könnte das S hinten mit den Raiders übereinstimmen. Ansonsten haben wir keine Übereinstimmung. Dann kann es das also nicht sein. Oneself. Auch keine Übereinstimmung. Ability ist auch nur eine einzige Übereinstimmung beim dritten I. Oder an der dritten Stelle beim I. Require. Da haben wir keine Übereinstimmung. Doch eine Übereinstimmung hinten beim R. Beim zweiten R. An vorletzter Stelle. Uranium, ja, das ist ja großartig. Da haben wir aber gar keine Übereinstimmung mit Raiders. Dann kann es das nicht sein. So, wir haben noch 2 Versuche. Schauen wir mal weiter. Dann haben wir hier Prisons. Da könnten 2 Übereinstimmungen drin sein. Oder sind 2 Übereinstimmungen drin. An der dritten Stelle das I und an letzter Stelle das S. Probieren wir mal Prisons aus. Ja. Das war's auch schon. Sehr, sehr schön. So, jetzt haben wir hier 2 Einträge bzw. einen Eintrag und eine Safe-Steuerung. Benutzen wir erstmal die Safe-Steuerung. So, Status des Schließmechanismus ist verschlossen, denn deaktivieren wir mal das Schloss. Und dann müssen wir uns wohl nach dem Safe umschauen. Gut, haben wir gemacht. Und das dürfen wir dann auf keinen Fall vergessen. Denn wir schauen erstmal in die Auftragsverfolgung. So, 3 Einträge. Vorbestellung für August. Ich nehme mal an, Vorbestellung für August 2077. 95% der Vorbestellung wurden letzten Monat abgeholt. Grognak ist uns schon 2-mal ausgegangen. Wir werden zusätzliche Exemplare von Grognak anfordern. 102 Grognak der Barbar, verloren im Schnee der Begierde. 86 Captain Cosmos, die radioaktiven Raumfahrer aus dem All. 31 Geschichten von der Front, der rote Terror. 18 Leben unter der Erde, Vault Boy Special. 2 Mantamen, Reise in die Tiefe. Oha, Mantamen lief wohl nicht allzu gut. So, dann schauen wir mal in die Vorbestellung für September 2077 rein. Beide Mantamen-Exemplare wurden nicht abgeholt. Keine weiteren Vorbestellungen mehr für Mr. Freely und Dover. Der Rest der Manta-Hefte ist noch verpackt. Ich werde sie morgen zum Verschenken bereitlegen. Müssen wir sie unbedingt auf Lager haben. Habe mehrere Nachfragen zu Gerüchten über ein Silver Short Comic erhalten. 110 Grognak der Barbar, schwer die Eichenkrone. 85 Captain Cosmos, gegen die Mondmänner. 30 Geschichten von der Front, einer muss sterben. 9 Leben unter der Erde, Timmys großes Abenteuer. 2 Mantamen, Krabbe, der Verdammnis. Okay, da haben wir die Bestätigung, dass Mantamen überhaupt nicht lief. Okay, so, schauen wir mal weiter. Hier war noch ein 3. Eintrag. Neue Abonnenten. Die Abonnementzahlen im Laden sind noch immer bedenklich niedrig. Wir müssen langsam mit etwas mehr Nachdruck verkaufen. Erinnert die Kunden immer daran, wir machen die Arbeit. Sie kommen einfach rein und holen sich die Ausgabe ab. Oh, und so ist es sogar noch 5% billiger als eine Lieferung per Post nach Hause. Zum Glück konnten wir ein paar neue Abonnenten gewinnen. Steven Damiidis, Grognak der Barbar, Markus Poe, Geschichten von der Front, Furelis Femme, Leben unter der Erde, Joseph Lottier, Mantamen,
Johann, Hartmann, Grognak, der Barbar, Kevin Pham, ich, der Hund. Okay, sind wir mit den Einträgen wohl durch. Gut, dann sollten wir uns hier wohl noch umschauen. Oha, Dogmeat ist irgendwie in Bewegung geraten. Okay, haben wir noch einen Ghoul? Sieht nicht so aus. Okay, das Fubo ist ein bisschen... Ah doch, einer muss hier sein. Okay, wir sollten uns aber hinter der Theke noch umschauen, denke ich. Wir haben schließlich irgendwas geöffnet. So, Dogmeat ist wohl... Aha, da oben in die Rand. Okay. Hier haben wir noch einen Aufzug. Mit dem erstmal nach oben wollten wir eigentlich erstmal hier umschauen. So, nur mal vorsichtig. Okay, Dogmeat hat sich wieder in die Fahne gebracht. Finde ich jetzt ja eigentlich gut. Oha, da ist eine Tür aufgegangen. Da kommt ein weiterer Ghoul. Nehmen wir mal den Batz. Da kommen sogar zwei wilde Ghule. Nehmen wir gleich mal den zweiten auch noch ins Target und versuchen die beiden mal auszuschalten. Das hat gesessen. Scheiße, weil wir bei dem zweiten jetzt hier nicht gesehen haben. Und da kommt ein weiterer. Nehmen wir nochmal den Batz. So, versuchen wir mal den Kopf zu treffen. Der geht 75%. Sieht gut aus. Und da ist auch schon erledigt. Und da fehlt ihm die Hälfte vom Kopf. So, aber ich glaube, hier ist noch irgendwas. Ja, definitiv. So, wir laden mal die Kampfflinte nach und schauen uns hier mal um. Da ist ein weiterer. Okay, den hat Dogmeat wohl alleine erledigt. Großartig, haben wir jetzt keine XPs für gekriegt. So, Dogmeat hat wohl seine Agrophase hinter sich. So, wir gucken uns mal kurz die Ghule an hier. Eine Zigarette dabei und eine Spielkugel. So, jetzt gehen wir das mal wieder runter. Denn da unten waren wir definitiv noch nicht fertig. So, der wilde Ghouli hat noch 38er Patronen und eine Aluminiumdose, die ist eingesteckt. So, und hier hatten wir noch einen Aufzug. Gut, okay. So, jetzt waren wir hinter der Theke stehen. Wir müssen doch irgendwo ein Safe hier, den wir gerade geöffnet haben. Oha, wir haben aber haufenweise Ghouli hier noch offensichtlich. Nein, nun gut. Wir sind ja auch wegen dem Ghoul-Problem hier. So, hier haben wir offensichtlich noch eine Erste-Hilfe-Box mit Stimpack und aufbereitetem Wasser. Aber hier unter ist kein Safe. Schauen wir mal weiter. Hier haben wir der Terminal wieder. Nee. Hier unter scheint kein Safe zu sein. Nee. Okay, dann vielleicht hier hinten irgendwas. Gucken wir mal hier. Was haben wir hier? Hier haben wir noch einen Schaukasten. Da liegt irgendwas drin. Machen wir den mal auf. Oha. Wir haben eine Grognak-Axt gefunden. Na also. Ein Legendary. Treffer sorgen für mehr Taumeln. Ziele erleiden Blutungsschaden. Oha, das sieht ganz ordentlich aus. Schaden 44, Geschwindigkeit Mittel. Großartig, würde ich sagen, die stecken wir uns direkt mal ein. Und schauen mal in den Pip-Boy und vergleichen das mal mit unserer Waffe. Ich glaube, wir haben aber den Superhammer. Also dürfte eigentlich nicht besser sein. Aber wir schauen mal ganz kurz. Da haben wir Grognak, die Grognak-Axt. Und da ist der Superhammer. Der ist mit 71 Schaden natürlich deutlich besser. So, ich sehe aber gerade, die Machete ist immer noch angelegt. Okay. Und die ist auch recht schwer, die Axt mit 10 Pfund. Der Superhammer mit 20 Pfund natürlich auch. Gut, da würde ich aber sagen, da ändern wir gleich mal was. Wir schmeißen mal die Machete weg, wenn wir schon so was Schweres gefunden haben. Ja, wir haben bloß noch 2 Pfund frei. Oha, wir können ja nicht mehr so viel mitnehmen. Ich glaube, wir sollten gleich mal mit Dogmeat reden sozusagen. Gut, wir werden aber erst einmal die, ich würde sagen, die probieren wir auch aus bei der Gelegenheit. Die Gule kommen ja auch mal sehr gerne in den Nahkampf. Also legen wir uns die mal auf die Favoriten. So viel Zeit muss sein. So, auf die 1 gelegt hier. Aber dann nehmen wir uns gleich mal Dogmeat vor, bis wir reden mal mit ihm. Und werden mal mit ihm handeln. So, dann geben wir ihm mal ein bisschen was. Er hat auch schon ein bisschen was dabei. Hier haben wir eine 10mm Automatikpistole. Das werden wir ihm alles mal geben. Oh, wir haben eine Planke eingesammelt. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Und wir haben Kurzläufe 44 eingesammelt. Oha, ich glaube, wir müssen gleich mal ein bisschen was hier aussortieren. Das geht ja nicht. Oha, hier haben wir noch eine beschleunigte 10mm Pistole. Oh, ein bisschen viel eingesammelt hier. Und wir haben noch einiges an Kleidung auch eingesammelt. Das sollten wir ihm einfach mal geben. Mal sehen, wie viel er noch tragen kann. So, die saubere Kleidung weg. Der saubere Rosenmusterkleid weg. Die schmutzige Postbotenmütze zu ihm rein. Eine Schweißerbrille zweimal. Der Voltec-Laborkittel, den wir gerade gefunden haben draußen. Den geben wir ihm auch. Und dann haben wir hier noch die, ja, kryolaminierte Sündrüstung, unser Legendary-Rüstungsteil. Das zweite für den linken Arm oder das linke Bein, bin mir gerade nicht sicher. Geben wir ihm auch mal. Und dann geben wir ihm auf jeden Fall noch so viel wie von, möglich ist von unserem Schrott. Schauen wir mal, was er noch tragen kann. Oh, das sieht doch ganz gut aus. Wir werden erstmal alles los, so wie es aussieht. Das ist gut.
Sehr, sehr schön. So, dann schauen wir mal ganz kurz ins Inventar. Jetzt war hier gerade noch eine Planke, die kann definitiv erstmal weg. Und die Kurzläufchen 44er, die können auch mal weg. So, dann haben wir auf jeden Fall ja wieder einiges an Tragkapazität, 69 Pfund, um genau zu sein. So, und wir haben Ems nicht auf dem Boden verteilt. Großartig. So, aber schön, dass wir hier das Legendary gefunden haben. Denke mal, der Schaukasten ist der Safe, der da zu dem Terminal gehörte. So, schauen wir mal weiter. Da ist noch eine Tür. Den kriegen wir, die Tür ist versperrt und die können wir mit dem Lagerraumschlüssel von Hubos Comics öffnen. Na, dann machen wir das doch. Gut, dass wir den gefunden haben. So, schauen wir mal, ob wir hier mit dem Watz irgendwas entdecken können. Nee, aber unten ist irgendwas an der Tür. Da haben wir eine Haarklammer im Box. Sehr schön. Eine Haarklammer liegt hier auch offensichtlich noch so rum. Noch eine und noch eine. Okay, da hat sich wohl jemand hier an der Tür versucht. Ja, und die versucht zu knacken. Gut, okay, haben wir das. So, Watz hat ja nichts entdeckt. Also schauen wir uns mal um. Da hinten ist noch ein Safe. Sehr schön. Den kriegen wir auch mit dem Lagerraumschlüssel auf. Machen wir das mal. 38er Patronen drin, 45er Patronen, eine Golduhr, eine Impro-Pistole und etwas Vorkriegsgeld. So, eingesteckt, die Impro-Pistole darf aber da bleiben. So, hier haben wir noch einen Besen, Metalleimer, das lassen wir mal lieber da. Nicht, dass wir uns hier überladen, das muss ja nicht sein. Hier haben wir noch einen Werkzeugkasten mit Klebeband, Terpentin und Silbergabel, sehr nett. Und da liegt noch etwas Klebeband, ist eingesteckt. So, dann schauen wir uns hier mal weiter um. So, hinter der Theke sind wir, glaube ich, fertig. Haben wir jetzt hier alle Ghule. Müssen wir mal schauen hier hin. Ich glaube, die hier vorne hatten wir schon, ja. So, gucken wir mal in die Regale, ob sich hier irgendwas finden lässt. Da haben wir einen Spielzeugtruck, ein Spielzeugauto. Das nehmen wir mal mit. Wir lassen uns mal nicht von den vielen Symbolen da stören in der Navigation. Okay, so, schauen wir mal weiter. Hier liegt noch ein wilder Ghul und hier rechts ist auch noch eine Tür. Aha, wir haben die Toiletten gefunden. Hier liegt auch noch was am Boden, eine Blechdose, die können wir mal einstecken. Die wiegt nicht allzu viel in den... Aha, hier ist noch ein Baseball in einem der Waschbecken. Die Spiegel, da können wir nichts rausnehmen. Schauen wir mal auf die Toiletten. Da ist nichts. Machen wir hier mal auf. Links liegt noch jemand. Okay. Okay, und hier haben wir einen Jungles, der Mondaffe. So, gucken wir uns mal an, wen wir hier gefunden haben. Einen weiteren Plünderer mit Aufzeichnung des Plünderers. Gut, schauen wir mal rein. Da haben wir noch 38er Patronen, 9 Kronkorken, sehr nett. Und da haben wir noch, wie gesagt, die Aufzeichnung des Plünderers. Eine weitere Notiz, so wie es aussah. Gucken wir mal direkt in den Pip-Boy, was wir da jetzt gefunden haben, beziehungsweise was in der Notiz steht. So, gucken wir mal, wo wir sie finden. Die müssen natürlich ganz oben sein. Scrollen wir mal hoch und da haben wir die Aufzeichnung des Plünderers. Lesen wir die mal. Ich kann gar nicht glauben, dass ich bei sowas hier mitmache. Wer will denn diesen Mist? Sammler? Sagt der Boss. Also, wer ist hier dumm? Die oder wir? Ah ja, okay. Da geht's wohl um diese ganzen Hubris-Comics. Ja, Besonderheiten, also weiß ich nicht. Soweit wie die Grognak-Axt beispielsweise. Ja, dass da ein Sammler bestimmt viel Geld für zahlt, könnte ich mir schon vorstellen. Gut, hätten wir das. So, ich glaube, dann sind wir hier erst einmal fertig. Nee, sind wir nicht. Da liegt noch was. Da haben wir noch ein Redaway und ein Blutpaket. Sehr nett. Okay. Gut, da liegt noch ein Löscher in der Ecke. Da können wir hier definitiv nicht alles mitnehmen. Na gut. So, dann würde ich sagen, wir schauen mal die nächste Ebene. Ich glaube, hier sind wir erstmal fertig. So, und die ganzen verbrannten Comics müssen wir ohnehin mitnehmen. So, hier haben wir schon ein bisschen was abgeräumt. Schauen wir uns hier mal auf der Ebene um. So, gucken wir mal in die Schreibtische. Der ist leer, hier ist auch nichts drin. Die Schreibmaschine und der Tischventilator dürfen mal da bleiben. Würde ich zwar eigentlich gerne mitnehmen, aber naja, dann sind wir zu schnell überladen. Ja, ist ein bisschen schade jetzt. Könnte uns auch helfen, auf jeden Fall bei unseren Geschützen. So, gucken wir mal weiter, ob wir hier noch irgendwas finden können. Hier drüben hat auch noch ein Ghoul irgendwo erschossen. Ganz genau. Einmal ein Spielzeugauto dabei, der wilde Ghoul. Und was haben wir hier noch? Aha, wir haben den Aufzug gefunden und hier ist eine Treppe. Gut, bleiben wir aber erstmal. Aha, wir kümmern uns erstmal um den legendären wilden Ghoul-Plünderer, den wir hier direkt vor uns haben. Oha, wie konnten wir auf die Entfernung daneben schießen? So, jetzt ist er mutiert und ich weiß jetzt nicht, ob wir schon den Ghoul-Problem damit beseitigen. Okay, der hält ein bisschen was aus. Und da ist er ausgeschaltet. Sehr schön. Gut, okay, ich glaube, wir sollten hier ganz kurz ein bisschen was für unsere HP tun. Wir gehen mal ganz kurz ins Inventar und suchen uns mal ein bisschen was zu essen. So, gucken wir mal, was haben wir denn hier nettet? Da haben wir einmal dieses Limonade, nehmen wir die. Und dann nehmen wir noch ein Blutkäfersteak, würde ich sagen.
Das erhöht unsere maximalen Trefferpunkte ein bisschen. Sehr schön, um 15 Punkte, um genau zu sein. So, gucken wir uns aber jetzt mal den legendären wilden Ghoul-Plünderer an. Der hat ein Kampfgewehr dabei, des Killers. Das klingt auch sehr nett. So, schauen wir mal rein. Wir nehmen aber erstmal die 45er Patronen raus und das Klebeband und gucken uns mal die Kampflinte an. Wir tragen ja im Moment auch die Kampflinte. So, gehen wir mal direkt zu den Waffen am besten und suchen uns mal das Kampfgewehr raus. So, auch 45er, sind beides 45er, die hat jetzt 34 Schaden. Unsere hat etwas mehr, das ist klar. Das hat hier einen anderen Mod drin. Die können wir auf jeden Fall mal einstecken. Ein bisschen Tragewicht haben wir ja noch. So, nehmen wir die mal mit und schauen uns mal dann den Mod an. Das wird uns ja dann gleich angezeigt. Heißt es auf jeden Fall schon mal, verursacht 50% mehr Schaden gegen Menschen. Also großartig. Jetzt beispielsweise gegen Raider. Sehr, sehr schön. Ja, müsste aber noch modifiziert werden, damit sie besser wird als unser aktuelles Kampfgewehr. So, schauen wir uns mal den zweiten Ghoul auch noch an. Da haben wir 308er Patronen und Vorkriegsgeld. Und ja, der Legendäre hat wohl ja nicht gejolten oder war nicht das eigentliche Problem. Oder wir müssen mal den Rest ausschalten. Oben ist definitiv noch ein dicker, roter, ja, Gegner markiert. Und dann denke ich mal, kriegen wir wieder einen leuchtenden. So, schauen wir uns mal weiter um. Okay, hier ist nichts. Hier ist noch was zu hören, das könnte aber auch Dogmeat sein. Hier haben wir wohl die Küche gefunden. Da haben wir hier Zuckerbomben, die dürfen mal da bleiben. Oha, hier haben wir noch einen Nuka-Cola-Automaten. Oha, jetzt steht Dogmeat wieder vor uns. Brechen wir das mal ab und reden mal mit ihm nicht und gehen mal an die Nuka-Automaten. So, da haben wir eine Nuka-Cola-Quantum drin und wenn wir so nur verkaufen, davor liegt noch eine Nuka-Cola, sehr schön. So, und hier können wir nochmal einen Blick aus dem Fenster werfen, aber das wollen wir jetzt nicht. So, schauen wir uns mal weiter um. Hier ist eine weitere Toilette, so wie es aussieht. Und da haben wir eine erste Hilfebox mit Stimpak und Redex. Sehr schön, ist eingesteckt und da liegt noch ein Jet. Ja, ich sag ja immer wieder, man sollte in die Toiletten reinschauen. Da liegt ja immer mal was, aber in der hier beispielsweise nicht. So, da haben wir noch einen Pümpel, der kann da bleiben und hinter der Tür ist nichts. Okay. So, gucken wir noch in den Kühlschrank. Ne, da können wir nicht reingucken. Gut, hier noch ein Spüllappen, eine Kochplatte, eine Kaffeekanne. Eigentlich ganz interessant. Hier müsste man eigentlich nochmal für eine extra Plündertour herkommen. So, hier mal ein Wanddurchbruch. Und wir haben einen Schreibtisch mit einem Büroschlüssel von Hubris Comics gefunden. Sehr schön. Ist eingesteckt. Und wir haben ein Terminal, das wir uns anschauen können. Und zwar das Terminal des Geschäftsführers. Nur dann gucken wir da mal rein. So, da haben wir Hubris Comics, Vivian O'Dell, muss ja wohl die Geschäftsführerin gewesen sein. Und da haben wir drei Einträge. Erstmal einen vom 11.10.2077, das ist der chronologisch älteste Eintrag, fangen wir mit dem mal an. Von Tina Hopkins an Vivian O'Dell, betreff englischer Butler. Als ich heute zur Arbeit kam, habe ich noch eine heimliche Änderung am Drehbuch entdeckt. Shroud hat jetzt einen englischen Butler? Ich habe Babowski schon so häufig gesagt, dass unsere treuesten Fans unsere beste Reklame sind. Deshalb können wir diese vielen blöden kleinen Änderungen nicht machen. Du musst mit ihm reden, bevor du in den Urlaub fährst. Ansonsten, das schwöre ich dir, gehe ich zu Pete. Okay. Der nächste Eintrag ist hier vom 15.10.2077. Wieder von Tina Hopkins an Vivian O'Dell. Betreff, bitte hilf mir. Es ist zum Haare raufen. Babowski hat Claire Riddell für die Rolle der Herrin der Mysterien einen Vertrag gegeben. Mir ist egal, wie viel das Grab des Amon-Re eingespielt hat. Die Herrin der Mysterien ist brünett, nicht blond, nicht schwarzhaarig und ganz bestimmt nicht rothaarig. Und hast du Claires Stimme gehört? Die Herrin der Mysterien ist sehr selbstbewusst. Sie ist Shroud absolut ebenbürtig und nicht so eine halb verhungerte Göre, die für ihre schrille Stimme bekannt ist. Shannon Rivers arbeitet seit Jahrzehnten für uns. Sie ist die Stimme der Herrin der Mysterien, Buster. Sie ist von Natur aus brünett. Sie ist nicht so jung wie Claire, aber ich bin mir sicher, dass sich das mit dem Licht vorteilhaft ausgleichen lässt. Wenn wir das nicht hinbekommen, dann bin ich weg. Versprochen, bei so einer Katastrophe soll mein Name nicht bei den Mitwirkenden auftauchen.
Oha, das finde ich sehr interessant. Das hier von Shannon Rivers, also der eigentlichen Stimme von der Herrin der Mysterien, die Rede ist. In Fallout 76 gibt es dazu eine ganze lange Questreihe. Und da tauchen die Herren der Mysterien bzw. der Orden, den Shannon Rivers dann in der Nachkriegszeit aufgebaut hat, auch auf im Detail. Sehr, sehr schön. Okay, großartig, davon nochmal aus der anderen Richtung quasi zu lesen. Da gab es auch einige sehr, sehr interessante Terminal-Einträge zu dieser, ja, zu diesem Ausgebote, also zu diesem Ausboten von, oder diesem Austausch, muss man eher sagen, von Shannon Rivers. Als die Herrin der Mysterien, weil sie zu alt geworden war. Nun gut, so, wir schauen mal in den nächsten Eintrag rein. Da haben wir hier den Eintrag vom nächsten Tag, vom 16.10.77, also auch 2077, nehme ich an. Von Aaron Barbowski an Vivian Odell. Betreff, Antwort, Casting für die Herrin der Mysterien. Vivi, beruhige dich. Wenn es dir so wichtig ist, kann Claire vielleicht eine Perücke tragen. Aber der Vertrag ist unterschrieben. Also läuft es jetzt so. Was findet ihr eigentlich alle an Miss Rivers? Vor 20 Jahren vielleicht, aber jetzt hat sie das richtige Gesicht fürs Radio. Findest du nicht auch? Claire hat das Zeug zum Star. Und genau sowas brauchen wir. Ich habe mit Petey Boy gesprochen und er hat einigen neuen Szenen zugestimmt. Wir brauchen Romantik und Claire ist wie geschaffen dafür. Wenn Tina nicht mitspielt, kann ich einen meiner Jungs aus Hollywood einfliegen lassen. Der ist spitzenmäßig. Heute ist mein Terminkalender schon voll. Kostümprobe läuft bis 20 Uhr. Das kann nicht warten, bis du von den Bahamas zurück bist. Also müssen wir uns treffen. Und 20 Uhr ist mein einziges Zeitfenster. Okay, was wollte er da mit den Jungs aus Hollywood? Wollte er Tina irgendwie, weiß nicht, umbringen? Wäre jetzt die Einzige, was mir dazu einfällt. Nun gut, aber deswegen, ja, wäre nun eigentlich auch kein Grund. Nee, finde ich auf jeden Fall großartig, dass wir hier so eine Nachricht über Shannon Rivers finden. Oder vielmehr über die Herren der Mysterien. So, hier haben wir nochmal Vorkriegsgeld gefunden im Aktenschrank. Da oben steht ein Tischventilator. Und wir schauen uns hier weiter in Ruhe um. So, hier haben wir eine Tür, die wir aufkriegen mit dem Büroschlüssel, den wir gerade gefunden haben. Sehr schön. So. Oha, und Dogmeat hat wohl wieder irgendwas gefunden. Da ist irgendwas auf unserer Ebene. Wir gehen mal hier lang. Da ist ein weiterer Ghoulpirscher. Oh, der ist direkt um die Ecke geflogen. Na, großartig. So, mal gucken, ob wir den jetzt hier erwischen können. Wir versuchen mal, den Torso zu erreichen. Oder zu treffen vielmehr. Ne, der steckt jetzt hier irgendwie in der Wand fest. Das ist ungünstig. Und da ist er ausgeschaltet. Sehr, sehr schön. Wir laden mal nach. Und gucken uns mal an, was der Pirscher dabei hat. 5 Kronkorken und ein vergoldetes Sturmfeuerzeug. So, okay, jetzt sind wir hier noch nicht ganz fertig. Jetzt möchte ich das hier aber auch nicht unterbrechen. Und da würde ich sagen, machen wir heute mal eine etwas längere Folge draus und schauen uns hier ganz in Ruhe weiter um. So, hier haben wir noch eine weitere Tür. Okay, gut. Hier ist eine Theke, interessanterweise mitten im Gebäude. Nein, gut. Werden sie schon wissen, warum hier eine Theke ist. Nun gut. Okay, gucken wir uns hier mal um. Hier mein Terminal war nichts lesen können. Okay, haben wir einen Ordner. Ein Bleistift, den können wir mal einstecken. Der wiegt nicht so viel. Ein Schmutz, der Aschenbecher, ein Sturmfeuerzeug. Und da unten steht auch noch etwas. Einmal Kartoffelchips. Na gut, die dürfen da bleiben. Gut, so, da ist eine weitere Tür. Gucken wir mal, wo es hier hingeht. Erstmal offensichtlich in den Abstellraum. Okay, gucken wir mal hinter der Tür, ob da irgendwas ist. Ja, da ist ein Löscher, aber scheinbar nichts weiter. Okay, der Rest ist uninteressant. Nun gut. So, hier haben wir noch eine Treppe nach oben. Dann nehmen wir mal die nächste Ebene. Gucken wir mal, ob wir jetzt gleich wieder irgendwo einen Ghoul haben. Ja, haben wir. Das war irgendwie zu erwarten. Und der wilde Ghoul-Streuner ist ausgeschaltet und fällt aber leider nach unten. Okay, da unten haben wir ein Terminal. Aha, waren wir hier unten schon? Moment, wir mal gucken. Ah, das ist dieser Zwischenraum, alles klar. So, hier haben wir noch einen Tafellöffel. So, dann müssen wir aber wieder nach oben. Moment, jetzt war doch hier irgendwo noch eine Treppe. Ja, hier war noch eine Treppe, sehr schön. Dann nehmen wir einfach jetzt hier hoch. Und hier ist wieder die Treppe zu hören. Und da ist was auf unserer Ebene. Direkt aus der Richtung oder direkt in der Richtung. Oh, möchte aber scheinbar nicht rauskommen. Oh, schade eigentlich. Nun gut, dann schauen wir uns hier erstmal links um. Nicht, dass uns von hier aus was angreift, ist aber auch nicht hier. Hier haben wir offensichtlich den Konferenzraum gefunden. Hier scheint es aber auch nichts zu geben. Außer einem abgenutzten Klemmbrett und einem Loch im Boden. Wo wir die Nougat-Automaten sehen. Also ist unter uns die Küche. Okay, alles klar.
So, denn jetzt wo da weiter? Schauen wir mal hier lang. Hier ist nichts. Okay. Ah ja, da drüben müsste die andere Treppe in der Richtung sein. Ich glaube, da sind wir gerade rübergekommen. Das muss die Stelle sein. Gut, schauen wir mal weiter. Weiterer verbrannter Manta-Man-Comic. Ein Stift und noch ein Stift. Okay, hier haben wir wohl vielleicht die Räume der Zeichner gefunden. Da haben wir da. Ah, da haben wir ein Silver Shroud-Poster an der Wand. Sehr schön. Ah, da ist noch ein weiteres. Sehr hübsch. Ah, zu Silver Shroud werden wir auch noch kommen. So viel sei verraten. Zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, auf jeden Fall. So, gucken wir mal weiter. Ah, das wird auf jeden Fall noch schön, wenn wir ja quasi uns mit der Silverschraut-Geschichte beschäftigen. Nun gut, aber wir sind jetzt erstmal hier und wir haben irgendwas hinter uns. Einen wilden Ghoulpirscher. Und der macht gerade einen schönen Abjang. So, wir schießen mal auf den Torso und versuchen den mal zu erledigen. Oh, wo sind die jetzt hingeflogen? Aha, wird aber schön weit. So, und da ist er ausgeschaltet. Gut, wenn die alle so nacheinander kommen, ist der hier ja kein Problem. So, der wilde Ghoulpirscher hat zwei Fusionszellen und eine Aluminiumdose dabei. So, da hinten blinkt's, da ist ein On the Air. Ja, Shannon Rivers hat ja auch Radiosendungen aufgenommen, dafür wurde sie ja, ja quasi bekannt oder dadurch wurde sie bekannt. Und die haben Radiosendungen gemacht, also muss ich dir auch ein Studio geben. Na klar, dann werden wir uns da gleich mal umschauen. Wir schauen aber erstmal hier vorbei. So, hier scheint es aber nicht wirklich Interessante zu geben. So, dann werden wir mal da vorne links schauen. Aha, okay. Ne, hier ist kein Studio. Gut, dann kicken wir erstmal hier weiter, da jetzt muss nach oben. Und hier haben wir eine Tür, wo wir den Büroschlüssel brauchen. Und dahinter ist ein Gegner. So viel steht fest. Da unten in der Navigation ist mal zu sehen. Na, mal gucken. Weil jetzt haben... Wir haben eine Kakerlake, so wie es aussieht, ganz genau. Na, denn immer das Watz unter dir, die Radkakerlake mal. So. Das hätten wir auch eigentlich im Nahkampf machen können. Nun gut. Wir haben zweimal Radkakerlakenfleisch gefunden. Sehr schön. So, und wir haben wohl ein bisschen was Brauchbares hier gefunden. So, erstmal haben wir eine gewöhnliche Brühflasche, die brauchen wir nicht. Hier haben wir aber einen Seesack mit 45er Patronen, einer Kryogranate und einem Kampfgewehr. Noch ein Kampfgewehr, okay. Gut, ja, schöne Waffe auf jeden Fall. So, wir schauen mal weiter. Da haben wir eine Kamera, die nehmen wir mal mit. Da unten haben wir einen Kühler mit einer Nougat-Cherry, einem Dogmeat und einmal Radkakerlakenfleisch. Und hier im Safe, in dem wir öffneten, liegen Menta zweimal und so wie es aussieht, zwei Stimpacks. Sehr schön. Der Schreibtisch ist leer. Da in dem Schreibtisch haben wir einen Schraubenzieher und eine Haarbürste. Und da haben wir noch ein Silver Shroud Script. Offensichtlich ein Holoband, das wir uns anhören können. Na dann, werfen wir das mal in den Pip-Boy. Nein, wir haben irgendwas anderes. Wir haben irgendwas zum Lesen, nehme ich mal an. Aber das ist jetzt hier komplett überstrahlt. Das ist schade. Okay, wir gehen mal raus. Und gucken mal nochmal in den Pip-Boy. Ey, vielleicht machen wir das Licht aus. Vielleicht funktioniert es dann. Vielleicht ist das jetzt hier ein kleiner Bug. Ich bin mir nicht sicher. Schauen wir mal ganz kurz. Wir hatten jetzt... warum sind wir jetzt im Diverses? Oha. Okay, jetzt waren die Hilfsmittel unter Diverses angezeigt. Sehr, sehr interessant. So, was war das jetzt? Silverschrott-Skript, irgendwie sowas. Schauen wir mal ganz kurz. Muss ich ja denn hier irgendwie finden lassen. Genau, da ist es schon. Silverschrott-Skript ist eigentlich als Wiedergabe hier gekennzeichnet. Na, mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Aha, nein, wir haben tatsächlich ein Holoband, das wir lesen können. Und ja, wir haben wohl ja das Skript gefunden. Also es ist nichts zum Anhören, sondern zum Lesen. Der Tod steht hier gut. Entwurf 18 muss wohl für eine Folge von ja, Silver Shroud sein. Aufblende, Titelkarte, die Abenteuer von Silver Shroud. Start, instrumentaler Titelsong. Episodenkarte, der Tod steht dir gut. Erzähler, heutige Folge. Der Tod steht dir gut. Ende Titelsequenz. Titelkarte Boston 2077. Außenstraße von Boston. Nacht. Neu gedrehte Szenen. Der Skyline von Boston bei Nacht. Der Himmel wird vom Vollmond erleuchtet. Das Mars Fusion Gebäude und der Trinity Tower sind deutlich zu erkennen. Schwenk nach unten auf die Straße. Das geschäftige Nachtleben von Boston. Autos, Leute etc. Innen. Der Rusty Anchor Pub, Hinterzimmer. Ein Deckenventilator dreht sich über einem kleinen Kartenspieltisch. Drei Männer und zwei Frauen, alles Gangster, sitzen still am Tisch und brüten über ihren Karten. Ein Stapel Spielchips liegt in der Mitte des Tisches.
Es handelt sich offensichtlich um ein illegales Spiel mit hohen Einsätzen. Glatzenbeatty, du blöffst doch. Irre Clara, freut mich, dass du das denkst. Glatzenbeatty, okay, gut, ihr seid zahllos. Glatzenbeatty schiebt seine Chips in die Mitte des Tisches, wodurch der Stapel noch einmal größer wird. Silver Shroud, also, eigentlich seid ihr alle raus. Alle am Tisch schauen sich verängstigt um. Niemand weiß, wo die Stimme hergekommen ist, aber sie erkennen die Stimme als die von Silver Shroud. Glatzenbeatty, nein, das kann nicht sein. Silver Shroud, oh doch, das Licht geht aus. Plötzlich wird der Raum nur durch das Mündungsfeuer eines Maschinengewehrs erhellt. Es ist Silver Shroud. Er ist wie aus dem Nichts aufgetaucht und hat den ganzen Raum mit Kugeln durchsiebt. Durch die Lichtblitze sieht man, wie die Gangster zu Boden gehen. Es sieht fast schon nach einer Animation mit Stop-Motion-Technik aus. Das Licht geht wieder an. Die Gangster sind alle tot. Silver Shroud steht neben dem Tisch. Das Maschinengewehr qualmt noch. Er schaut genau in die Kamera und spricht. Silver Shroud, hey, Feeny 5, der Tod ist gekommen, um euch zu holen. Und ich bin sein Vollstrecker. Okay, das war ja nett. Gut, haben wir das gelesen. Oh, das Skript von Der Tod steht dir gut. Zumindest der Anfang. Die Szene kann kaum länger als 2 Minuten gedauert haben. Nun gut. So, schön, dass wir das hingekriegt haben. So, wir machen mal wieder den Pipboy und das Licht an. Und wie gesagt, das werden wir hier mal beenden. Wäre ein bisschen schade, wenn wir das jetzt hier unterbrechen. Also so, da vorne haben wir noch ein Terminal. Da können wir auch noch was dran machen. Okay, ein Produzententerminal. Schauen wir mal rein. So, das Terminal von Aaron Babowski. Na, von ihm hatten wir jetzt auch drüben schon eine Nachricht gelesen. Okay, er war jetzt hier der Produzent offensichtlich und hat der Geschäftsführerin ja aber sehr eindrückliche Anweisungen gegeben. Ich staune. Nun gut, also wahrscheinlich auch der Geldgeber in irgendeiner Form. Nun gut, wir haben hier einen Eintrag vom 14.10.2077 von Evans Richelli an Aaron Babowski betreff Claire kann nicht warten. Ich habe versucht, sie hinzuhalten, aber hier überschlagen sich die Ereignisse. Ihr Agent war mit Maxwell zum Dinner im Derby verabredet. Nicht gut. Claire ist immer noch mit dabei. Sie liebt das Outfit ganz besonders. Du hast die Bilder gesehen, oder? Wow, also ist es mir egal, was dort drüben los ist. Sie muss unterschreiben, bevor wir sie an die Wisemans verlieren. Oder jemand anderen. Wir haben uns den Vertrag von Hopkins angesehen. Der ist absolut wasserdicht. Da kommt sie nur raus, wenn sie freiwillig geht. Ihr Partner hat seine Rechte an Hubris abgetreten, aber sie hat ihre Rechte nach wie vor. Wenn sie auch nur auf die Idee kommt, zu einem Anwalt zu gehen, musst du deinen ganzen Charme spielen lassen, Barbo. Stell dir mal vor, wir bräuchten ihre Erlaubnis. Okay, dann haben wir den nächsten Eintrag vom 15.10.2077. Von Vivian Odell an Aaron Babowski betreff Casting für die Herren der Mysterien. Es ist mir zu Ohren gekommen, dass du Claire Riddell für die Rolle der Herren der Mysterien in der Show verpflichtet hast. Das ist inakzeptabel. Die Herren der Mysterien hat ein bestimmtes Aussehen. Sie muss brünett sein. Die Herren der Mysterien ist eine starke weibliche Protagonistin und kein Fräulein in Not. Shannon Rivers hat der Herren der Mysterien jahrelang ihre Stimme geliehen und ist in Shroud und allen anderen Radiogeschichten, in denen sie mitgewirkt hat, sehr beliebt. Ich weiß, dass wir unsere Meinungsverschiedenheiten hatten, aber hier geht es um mehr als Silver Shroud. Die Herren der Mysterien und die Unaufhaltsam sind große Marken. Wir müssen unbedingt reden, bevor ich in den Urlaub fahre. Okay, sehr schön, dass wir jetzt auch noch die Nachricht, wo wir jetzt die Antwort schon drüben an dem anderen Terminal gelesen hatten, hier nochmal die Ausgangsnachricht quasi bekommen. So, und dann haben wir einen weiteren Eintrag vom 18.10.2077. Von Peter Scheiner an Aaron Babowski, betreff Casting für Herren der Mysterien. Vivi hat mich kontaktiert, bevor sie weg ist. Ich habe die Fotos von Claire erhalten und sie ist scharf. Mir gefallen die Änderungen am Kostüm. Es ist immer noch wie im Comic, nur sehr viel glaubhafter. Ich unterstütze dich also in diesem Punkt, aber ich stehe auf Vivis Seite.
Die Herrin der Mysterien ist eine Brünette und ihre Stimme muss stark sein. Claires Stimme ist es nicht. Kann Shannon, nicht Claire, in der Post-Production, das ist doch das richtige Wort, oder? Synchronisieren? Das wäre wohl das Beste von beiden. Da hat er nicht ganz Unrecht. Gut, und dann, das war der erste vernünftige Vorschlag hier, bevor man sich dafür eine von beiden entscheidet. Okay, gut. Und dann haben wir hier noch den Eintrag vom 20.10.2077. Von Tina Hopkins an Aaron Barbowski. Betreff, ich kündige. Ich kündige mit sofortiger Wirkung. Du kannst Petey erklären, wie du deine Hauptautorin für den Silvershort verloren hast. Und nach allem, was Shannon ertragen hat, kannst du sie selbst feuern, wenn du das wirklich willst. Manticore will mich seit Jahren haben. Sieht so aus, als wäre dein Verlust deren Gewinn. Uha. Okay, von Tina Hopkins hatten wir ja im anderen Terminal auch schon gelesen. Gut, und dass sie die Autorin war, das haben wir jetzt dadurch auch erfahren. Und das wäre natürlich der Untergang für die ganzen Comicreihen gewesen, wenn die Hauptautorin, ja, kündigt. Und sie hat gekündigt. Nun gut, das war kurz vorm Krieg, das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. So, okay, hätten wir das auch gelesen. Sehr, sehr interessant hier. Gut, dann werden wir uns hier noch weiter umschauen. Ich würde die Quest gerne noch abschließen. Na, mal sehen. So, da vorne war jetzt eine Treppe. Mal sehen, wo wir jetzt hinkommen. Das war ja das, wo hier gerade dieses On-Air-Schild war. Genau. Okay. Gut, dann werden wir mal die Treppe nehmen. So, gucken wir mal. Da vorne ist unser Questmarkt. Das bewegt sich auch. Wir ducken uns mal und sind mal vorsichtig. Hier ist definitiv was zu hören. Okay, denke mal, dahinter steht irgendwas, was wir umlegen müssen. Hier ist aber auf jeden Fall was zu hören. Und wir nehmen mal das Watz und versuchen mal den Ghoul, der hier gerade auf dem Boden fällt, zu erwischen. Dogmeat hat sich offensichtlich auch schon ein Ziel gesucht, so wie es aussieht. So, der wilde Ghoul durchaus ausgeschaltet. Sehr schön. Wir haben aber nicht mehr allzu viele. Oha, das sieht nicht gut. Wir sind ein bisschen in die Ecke gedrängt. Wir nehmen mal das Watz zur Hilfe und schalten erstmal den wilden Ghoul-Streuner aus, der da drüben mit Dogmeat beschäftigt ist. Und wir haben links definitiv noch einen Leuchtenden, wie schon vorher vermutet. Okay. So, der wilde Ghoul-Streuner ist erstmal ausgeschaltet. Und jetzt werden wir hier noch von einem weiteren angegriffen. So, der ist ausgeschaltet und jetzt kümmern wir uns um den Leuchtenden. Versuchen wir, den mal am Kopf zu treffen. Okay, wir haben nicht mehr allzu viele AP. Wir ziehen uns am besten mal ein kleines Stück zurück. Schalten wir noch den anderen Ghoul-Streuner hier aus. So, der ist erledigt. Okay, wir gehen gleich mal hier rüber und nehmen mal ganz kurz eine Pause. So, gucken mal kurz ins Inventar, beziehungsweise in unsere Hilfsmittel. Wir tun mal kurz was für unser HP. Wir nehmen mal ein Blutkäfersteak. Ich würde auch sagen, für den Kampf sollten wir vielleicht auch noch ein Redex nehmen. Ist vielleicht ganz günstig. Nutzen wir die Gelegenheit, dass wir hier einfach mal kurz in Ruhe ins Inventar schauen können. So, da haben wir ein Redex, haben wir erstmal ein bisschen Strahlungswiderstand. So, und wir gucken mal, dass wir noch ein bisschen was für unsere AP tun. Da würde ich sagen, wir nehmen mal jetzt tatsächlich ein Nuka-Cola Quantum. So, haben wir uns ein bisschen verstrahlt, das ist aber auch nicht schlimm. Können wir uns hinterher von heilen. So, wir gehen aus dem Pip-Boy raus und versuchen mal, den Leuchtenden zu erwischen. Würde ich sagen, nehmen wir den Torso, haben wir die bessere Trefferchance. Der Kopf war mir jetzt zu schlecht. Oha, er nimmt nicht allzu viel Schaden hier, das ist nicht schön. Aber egal. So, wir laden erstmal nach. Gehen wir aus der Ecke raus. Hier, Dogmeat steht im Weg leider. Okay, und dann versuchen wir mal den Kerl hier zu erledigen. Der hält mir so was aus. So, aber ist auch kein legendärer Gegner. Also wird er jetzt liegen. Ganz genau, da ist er schon erledigt. Sehr, sehr schön. Und wir haben jetzt auch die Quest abgeschlossen. Sehr schön. Ja, da sollten wir die Ghoulie hier alle töten. Das haben wir wohl geschafft. Sehr, sehr schön. Gut, so, gucken wir uns mal den Leuchtenden hier mal ganz kurz an. Der hat 9 Kronkorken dabei, 10 mm Patronen, verstrahltes Blut, nukleares Material und etwas Vorkriegsgeld. Der wilde Ghoul-Streuner hier hat eine Spielkugel. Und hier drüben muss er noch einer gestorben sein, genau. Ein wilder Ghoul-Streuner mit 38 Patronen, silberner Taschenuhr dabei. Okay, gut, so, jetzt würde ich aber sagen, wenn ich mir das hier so anschaue. Okay, hier ist noch eine, die wir uns anschauen können. Hier ist noch eine silberne Taschenuhr. Muss doch noch irgendwo einer gestorben sein. Da drüben liegt noch einer. Der hat nichts dabei. Haben wir den schon gehabt? Nein. Der wilde Ghoul-Pirscher hier hat 3 Kronkorken und Superkleber. Jetzt habe ich auch gesehen, war ja noch eine Truhe, ganz genau. Gucken wir uns die Truhe mal an. Da haben wir einen Überseekoffer mit einer Kampfrüstung fürs linke Bein, die ist leider nicht besser als das, was wir haben. Ein Zykulz da drin, wir haben 10 Schrotpatronen,
interessanterweise ein Telefon da drin. Okay, da sind immerhin Schaltkreise, Kupfer und Glasfaser drin. Ja, eigentlich müsste man sie mitnehmen, die Telefone, immer wenn man sie sieht. Aber na gut, wir haben noch 50 Pfund frei. Naja, das eine können wir mal einstecken. Nur vielleicht müssen wir es zurücklassen. So, und dann haben wir hier noch ein automatisches Impro-Gewehr. Das haben wir jetzt mitgenommen. Wir gucken mal kurz ins Inventar. Das war jetzt die falsche Taste leider. So, wo haben wir denn jetzt das eingesammelte Gewehr? Muss hier doch irgendwo zu finden sein. Da ist es auch schon. Das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Okay, gucken wir uns das mal im Detail an. Oha, maximale Kapazität gehärtet automatische Kampfflinte. Das ist nicht verkehrt. Und Schaden 65. Und braucht Schrotpatronen. Sehr, sehr schön. Und ich würde sagen, wir haben noch mal einen netten Ersatz gefunden. Großartig. So, und Dogmeat hat uns hier noch eine Tür aufgemacht. Was haben wir denn hier? Das sieht aus wie eine Umkleide. So, und da liegt ein Stimpack und darunter liegt ein verbrannter Manta-Man-Comic. Nee, das sieht eher aus, als hätte man da eine weitere Sammelheft gefunden. Da haben wir noch einen schmutzigen Aschenbecher, eine Tür, Moment, da ist ein Sammelheft, eindeutig, da kommen wir doch ran. Da ist es. Da haben wir eine Ausgabe unglaublich überwältigenden Geschichten gefunden. Perfekt. Du hast eine Ausgabe von unglaublich überwältigenden Geschichten gefunden. Du verursachst plus 5% Schaden mit dem Alien-Blaster. Oha, das finde ich ja sehr interessant. Den hatten wir ja kürzlich erst gefunden, diesen Alien-Blaster. Okay, sehr nett. So, hier haben wir noch eine kaputte Lampe. Ich glaube, wir können jetzt ein bisschen was einstecken. So, hier haben wir noch eine Toilette. Ja, wir haben definitiv die Umkleide gefunden. Das Protagonisten, wer auch immer das ist. Also die Star-Garderobe, würde ich mal sagen. Hier ist auch ein Sternchen dran. War wohl vorher nur die Toilette. Sehr hübsches Detail hier. Okay, gut, hier haben wir noch einen Koffer. Den können wir aufsperren. Machen wir das mal. Gucken wir uns hier mal zu Ende in Ruhe um. Sollte ja nicht mehr so lange dauern. Und dann haben wir hier quasi heute mal eine Doppelfolge. So, hier haben wir einen Koffer mit einer Schmalzlockenperücke. Das ist sehr, sehr nett. Da haben wir nämlich auch nochmal einen Charisma-Boost drin. Die hatten wir ja irgendwo zurückgelassen. Ich glaube am Starlight Drive-In. Aber die wollte ich schon die ganze Zeit wieder mal im Inventar haben. Sehr schön. Dann haben wir noch ein Smoking. Das ist auch sehr nett. Hat Wahrnehmung, Charisma-Boost. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Eine Sonnenbrille. Zweimal Traubenmentats und Vorkriegsgeld. Okay, ist eingesteckt. Sehr, sehr schön. So, gucken wir mal weiter. Da haben wir hier noch. Okay, da können wir nichts machen. Hier haben wir noch eine schwarze Weste und Hose. Das sieht natürlich sehr schick aus. Und hier haben wir noch einen zerknitterten Filzhut. Okay, da ist er. Und hier liegt noch etwas, kaum zu sehen. Noch eine Schmalzlockenperücke. Na gut, stecken wir mal ein. Da haben wir noch ein Buff-Out und ein Grognak-Kostüm. Oha, ein Legendary. Ja. Da heißt es, erhöht Stärke und Nahkampfschaden des Trägers. Okay, und hat eine Schadensresistenz von 10, 15, 15. Das ist natürlich sehr nett. Und gibt 2 Punkte auf Stärke. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist aber etwas, das wir besser einem Begleiter geben würden, würde ich sagen. Oh, sieht dann bestimmt auch ganz lustig aus. Wir werden dann noch menschliche Begleiter kriegen. Wir bisher nur Ada, Cursverse und Dogmeat. Obwohl eigentlich Preston Garvey ist ja auch eigentlich ein Begleiter, den man mitnehmen könnte. Nun gut, wir machen mal weiter. Wir schauen uns mal um. Gucken mal da vorne noch vorbei, wo der Leuchte hinterstand. Und hier haben wir ein Silberschrautkostüm, das wir aktivieren können. Ich nehme mal an, dass wir es mitnehmen können. Oha, ja, okay. Die Schaufensterpuppe ist erstmal nackt. Großartig. So, ich glaube, dann sollten wir mal ins Inventar schauen. Ich sehe gerade, wir haben uns einiges an Verstrahlung eingefangen. Dann machen wir das kurz mit, nachdem wir uns das Silberschrautkostüm mal angeschaut haben. Guck mal, da ist es auch schon. Da haben wir einen Silberschraut-Hut und ein Silberschraut-Outfit. Okay, der Hut hat jetzt einen Punkt auf Wahrnehmung. Gut, das ist was fürs Watz, aber hat keinen Schutz. Also haben wir dann einen ungeschützten Kopf, das ist nicht so gut. Und das Silberschraut-Kostüm bzw. das Outfit hat eine Schadensresistenz von 15 gegen Energieschaden und 15 gegen radioaktiven Schaden. Und aber 2 Attributsmodifikation, Beweglichkeit und Wahrnehmung. Sehr, sehr hübsch. Ziehen wir das mal an, einfach mal spaßeshalber. Und ich glaube, wir stecken mal die Waffe weg, dann können wir uns nämlich auch umdrehen. Stellen wir uns hier mal ins Licht. Oh, jetzt sind wir überladen, das ist nicht gut. Oh, das sieht doch ganz nett aus hier, auch vor dieser, ja, vor dieser Fototapete, die es mal eigentlich war. Oh, das ist doch großartig. Gut, sehr, sehr schön. So, dann würde ich aber sagen, wir ziehen uns wieder unsere normale Rüstung an. Gucken wir mal, dass wir die jetzt wieder zusammengebaut kriegen. Das ist aber der Nachteil daran, wenn man das macht. Nun gut, wir werden es schon hinkriegen. So, ich glaube, das sollte jetzt etwa passen.
Ja, glaub schon. Aha, wir haben noch eine Kampfrüstung fürs linke Bein gefunden. Die können wir mal wegwerfen. Wir sind ja eh gerade überladen. Aber mit 5 Pfund sind wir jetzt gerade überfrachtet. Und würde ich sagen, wir suchen uns mal den Doc Meat. Hey. Und werden ihm ein bisschen was geben. So, er freut sich, dass wir ihm was geben. Oder dass wir ihm zumindest Aufmerksamkeit schenken. So, ich würde mal sagen, wir packen mal die Alien Blaster Pistole bei ihm direkt mal rein. Wir haben ja noch eine Kryogranate, die kriegt er. Und jetzt haben wir hier diese Kampfflinte mit dem Schrot. Das ist eine sehr schöne Waffe. Müssten wir fast mit unserer Schrotflinte, die Doc Meat trägt, mal vergleichen. Auf jeden Fall werden wir die mitnehmen und behalten. Die ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja, aber erstmal wieder ein bisschen Schrot einsammeln. Und solange die Kampfflinte benutzen, die wir jetzt im Moment haben, die mit dem 45er Patronen. So, dann packen wir mal noch ein bisschen was an Kleidung weg, obwohl das geht jetzt eigentlich. Wir sind nicht mehr überladen. Dann können wir uns erstmal weiter umschauen. So, gucken wir mal hier hinter. Hier muss auch garantiert noch was geben. Allerdings. So, wir haben eine silberne Maschinenpistole Requisite gefunden. Oh, scheinbar offensichtlich nicht nur eine Requisite, sondern eine tatsächlich funktionierende Waffe. Nehmen wir die mal mit. So, gucken wir uns die auch noch mal ganz kurz an. So viel Zeit muss sein. Das hat sich hier ordentlich gelohnt. Gut, schauen wir mal, wo haben wir sie denn? Muss doch hier eigentlich zu finden sein. Ich sehe sie gerade nicht. Wo haben wir sie denn? Ist gerade nicht zu sehen. Das ist vielleicht doch eine. Kann eigentlich nicht sein, dass das jetzt hier unter Schrott gelandet war. Glaube ich nicht. War als Requisite ausgeschrieben. Nee, ist hier nicht zu finden. So sehr merkwürdig. Ja, hier wäre eine neue Kategorie natürlich jetzt sehr nett. So wie es die in Fallout 76 mittlerweile gibt. Oh, die scheint noch einen Mod zu haben. Gucken wir mal, was danach aussieht. Gar keiner. Das ist sehr merkwürdig. So, was übersehe ich hier gerade? Na nun gut. Nee, das ist die Improbatierpistole, Institutpistole. Die Impro-Pistole, eine 10mm, das ist das Jagdgewehr, das ist noch das Kampfgewehr, Superhammer, Splittergranate, Plasmagranate, Grognack-Axt. Nö, also die Waffe ist hier gerade nicht zu finden. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was ich übersehen habe. Oder ich finde es bis zum nächsten Mal. Nun gut, wir haben die auf jeden Fall eingesteckt. Dürfte ja denn nicht weg sein. Nun gut, schauen wir uns hier weiter noch kurz um. Malpinsel, Handschellen, sehr nette Requisite, eine schicke Haarbürste, Abraxo-Putzmittel. Und dann, ja, hier hinten ist nur Schweiler, kann man so hinsetzen. Nun gut, okay. So, Doc Meat steht wieder mal im Weg. Und ich glaube, wir haben es jetzt aber auch so langsam. Hier mal den Aufzug nochmal. Da hinten liegen noch weitere Handschellen, so wie es aussieht. Jens hier genau. Und eine silberne Taschenuhr ist eingesteckt. So, und hier haben wir offensichtlich noch den Regieraum. Okay, gut. So, hier haben wir noch ein Sturmfeuerzeug. Hier unten liegt noch ein Staubwedel. Oha, wir haben noch ein Studio-Steuerungsterminal. Dann denke ich, können wir da vielleicht mal das Licht ausschalten. Hier haben wir noch eine Zahnbürste. Sehr löblich. Hier haben wir das Mischpult. Eine Verbandsschere. Ein Sturmfeuerzeug und eine Glühbirne. Ein vergoldetes Sturmfeuerzeug und eine Keramikschale. Nee, und dann mischt weiter. So, dann gucken wir mal noch in das Studio-Steuerungsterminal rein. So, da haben wir die Audiosteuerung, die Videosteuerung und die Scheinwerfersteuerung. Gucken wir mal in die Audiosteuerung. Mikrofon ist aus, Lautsprecher sind aus. Achtung, alle Aufnahmegeräte sind derzeit außer Betrieb. Wenden Sie sich bitte an einen Techniker. Wählen Sie bitte eine Audiodatei für die Wiedergabe. Aha, wir können ein Rauschtestmuster hier abfahren und die Silverschrott-Titelmusik. Oh ja, das machen wir mal. Dann läuft die jetzt hier im Hintergrund. So. Dann gehen wir mal raus und gucken nochmal in die Videosteuerung. Mit Kamera 1 verbinden, fehlgeschlagen. Mit Kamera 2 verbinden, fehlgeschlagen. Und bei Kamera 3 auch. Verbindung fehlgeschlagen. Wenden Sie sich bitte an einen Techniker. Okay, alles außer Betrieb. Und dann haben wir noch die Scheinwerfersteuerung. Ich nehme mal an, die können wir jetzt ausschalten. Wählen Sie bitte die gewünschte Lichtkonfiguration. Maximale Helligkeit. Oh, und ein Chrominanztest. Gut, da hat sich jetzt verändert. Okay, jetzt können wir uns das mal anschauen. Okay, gehen mal raus aus dem Terminal. Wir waren ja jetzt hier auch eigentlich, glaube ich, fertig. So, das sieht ja sehr hübsch aus. Na nun gut. Oh, wem es gefällt. Na gut, man hat alle Farben ausprobiert. Gut, da haben sie hier also Silverschrott aufgenommen.
Gut, hätten wir das. Ich glaube, wir haben uns hier sehr, sehr gründlich umgeschaut. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat, was wir jetzt hier bei Hubers Comics erlebt haben. Und dass wir erneut, muss ich ja eher sagen, für diejenigen, die auch Fallout 76 kennen, erneut von der Herrin der Mysterien etwas erfahren haben, beziehungsweise, um genau zu sein, von Shannon Rivers etwas gehört haben. Ich finde das jedenfalls als Fallout 76 Spieler sehr, sehr interessant. Die Questreihe, die hat ja auch einiges an Zeit in Anspruch genommen. Nun gut, für heute soll es das gewesen sein. Ich hoffe, unsere heutige Folge, oder ich muss eigentlich sagen, hier unsere heutige Doppelfolge hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es hier mit Fallout 4 weitergeht. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.